welche BH-Größe hast du? Zu der Frage zurück, wie ich Freunde gefunden habe. Hello, meine Instagram. Oh, shit. Ihr seid ja jetzt auf YouTube. Sorry, das war jetzt gerade echt ein Versehen. Auf jeden Fall, hallo meine YouTube-Addicts. Ich mache heute ein kleines Get-to-Know-Me-Video, einfach aus dem Grund, weil erstens, ich schaue es mir total gerne an bei anderen, um einfach auch mehr über die Person zu erfahren. Und zweitens habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ich YouTube generell ein bisschen vernachlässige, weil ich einfach viel mehr auf Instagram auch poste. Und ich möchte euch einfach einen kleinen Einblick geben, wer hinter Supergirl quasi steckt. Und erzähle euch heute einfach ein bisschen über mich. Und zwar mache ich das, indem ich eure Fragen beantworte. Ihr habt mir über Instagram ein paar Fragen gestellt. Und ich werde die jetzt einfach mal beantworten. Vorab schon mal vielen Dank für alle, die mir Fragen gestellt haben. Ich habe jetzt einfach die interessantesten herausgepickt. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß beim Anschauen. So, die erste Frage lautet: Wie hat dein Interesse mit dem Thema Vintage Fashion begonnen? So ein Emoji. Wie hat das eigentlich so angefangen? Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber ich denke mal, angefangen hat es wirklich vor 4 Jahren. Da bin ich das erste Mal mit einer Freundin zu Humana in Graz gegangen. Und ich war davor wirklich noch nie irgendwie in einem Secondhand-Laden. Es gab ja auch nicht viel Auswahl in Graz. Gibt es jetzt immer noch nicht, aber es wird auf jeden Fall mehr. Und ja, habe da einfach mal reingeschaut und war dann irgendwie voll positiv überrascht. Ich habe mir gleich ein schönes Kleid gekauft und das habe ich auch immer noch. Und ja, habe einfach gemerkt, dass hinter diesem Stigma, dass sozusagen die Kleidung, die Secondhand ist, ist dreckig, stinkt, kann man nicht anziehen, steckt eigentlich nicht viel. Es gibt wirklich super schöne Sachen, die man zu Hause waschen kann und die man vielleicht upcyclen kann oder die man gleich auch so tragen kann. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass ich mit meinem Konsumverhalten echt ein bisschen zurücksteppen möchte. Und seitdem ja, mache ich das eigentlich so, dass ich halt immer, bevor ich irgendwie etwas Neues kaufe, also jetzt nicht nur Kleidung, sondern auch Küchengeräte, Möbel auch, also meine halbe Wohnung ist Secondhand. Ja, das ganze Zeugs kaufe ich einfach lieber Secondhand, wenn es das gibt, und nur im Notfall kaufe ich einfach neu, weil ich sehe halt einfach ein, dass ich privilegiert bin und dass ich aber auch die Wahl habe, welche Firmen ich unterstütze. Genau, so viel dazu. Natürlich ist es auch eine Leidenschaft, wenn man zum Beispiel ein cooles Piece findet. Das ist dann einfach unique und man kann auch seinen eigenen Stil finden. Also ja, ich rede schon so viel. Vielleicht sollte ich mal ein eigenes Video zu Vintage Fashion und generell nachhaltiger Mode machen. Falls euch das interessiert, drop it down in the comments. Jetzt geht's weiter. Dann hat jemand gefragt, würde gern mehr über deine Modelkarriere wissen wollen. Ja, also ich glaube, ich muss euch jetzt echt ein bisschen enttäuschen, aber über Instagram schaut das natürlich alles immer sehr professionell aus und auch so aus, als würde man bezahlt werden, wenn man zum Beispiel mit gewissen Fotografen ein Fotoshooting hat. Bei mir war es bisher so, dass ich noch keine Bezahlung bekommen habe. Das basiert dann immer auf Time for Print, also eigentlich Time for Photos oder Pictures. Man bezahlt quasi mit seiner Zeit dafür, dass man eben dann die Fotos bekommt. Für Leute, die eben ins Model-Business reinkommen wollen, ist es natürlich cool, die können das dann für ihre Setcards und so weiter verwenden. Ich mache das meistens just for fun. Ich würde mich natürlich freuen, wenn mich eine Agentur aufnehmen würde, also if you're watching, ich hätte Bock, einfach weil es halt auch cool wäre, damit natürlich auch noch zusätzlich Geld zu verdienen. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil die Agenturen schauen da auch sehr auf die Größe und so weiter. Ich habe auch dieses Jahr ja, mal meinen Mut zusammengenommen und ein paar Bewerbungen rausgeschickt, und da ist eigentlich von allen zurückgekommen, dass sie mich zwar interessant finden, aber leider zu klein. Ich bin 1,69,5, also fast 1,70, und die wollen aber meistens eine Mindestgröße von 1,74, und da bin ich halt einfach sehr klein, auch wenn ich manchmal auf den Bildern relativ groß ausschaue. Genau, also ich habe keine Modelkarriere, aber was ich wem empfehlen würde, der wirklich ein bisschen in dieser Branche irgendwie Fuß fassen möchte, ist, dass er wirklich einfach, ja,
Fotos for free macht, sich eine Setkarte zusammenstellt und die dann eben an Agenturen schickt. Ich hatte eben auch schon Shootings mit anderen Brands, deren Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte, aber es gibt einfach halt Brands, die bezahlen nicht mit Geld, sondern mit anderen Mitteln, und ich bin jemand, der sich wirklich für faire Bezahlung einsetzen möchte, und aus diesem Grund habe ich auch für mich gesagt, ich mache solche Projekte nur noch, wenn es mir wirklich total am Herzen liegt und wenn ich die Leute gern mag und wenn ich zum Beispiel die Fotos von den Fotografen gern mag, dann mache ich sowas. Das muss natürlich dann mit meinen Werten eben übereinstimmen, aber wenn jemand theoretisch von mir Werbung will oder mein Gesicht für Fotos und ich diese Person nicht kenne und eigentlich keinen wirklichen Vorteil daraus habe, dann setze ich mich natürlich für eine faire Bezahlung ein, weil das auch einfach Arbeit ist. Und da haben wir generell noch viel Arbeit zu leisten, und deshalb rede ich da auch meinen Instagram-Account manchmal darüber, dass es einfach auch wichtig ist, dass man, dass man weiß, dass man was wert ist, auch wenn man kein Blogger ist mit 100.000 Followern. Ich habe erst 2 Fragen beantwortet und es sind schon 11 Minuten. Ich muss echt schauen, dass ich das Ganze kürze. Aber ich könnte halt echt zu jeder Frage ungefähr 5 Minuten was dazu sagen. Naja, hast du studiert? Wenn ja, was? Ja, ich habe studiert. Und ich studiere auch immer noch. Also das ist so ein bisschen ein Problem. Mir fehlt noch ein Praktikum, das ich aber nächstes Semester dann machen kann. Und ich habe auch meine Bachelorarbeit schon gemacht. Und dann bin ich befreit quasi. Und was ich studiere? Ich studiere Lehramt in den Fächern Deutsch und Psychologie und Philosophie. Genau, für die Oberstufe eigentlich. Das war aber damals mein Plan B. Plan A war eigentlich Journalismus. Und ich habe mich einfach nicht vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung und dachte mir, ich komme schon rein. Und es war dann nicht so, und das war dann, Plan B war eben Lehramt. Und ich muss leider sagen, seit dem ersten Semester habe ich gewusst, dass es nichts für mich ist, und das hat sich auch bis jetzt nicht geändert. Aber ich bin jetzt natürlich auch reifer und schlauer geworden und habe gemerkt, ich kann das Studium trotzdem noch fertig machen und habe ja nebenbei schon quasi mein Business aufgebaut. Die letzten 1,5 Jahre habe ich das jetzt gemacht. In dem Sinne kommen wir auch schon zur nächsten Frage, die nämlich mit meiner Selbstständigkeit zu tun hat. Und zwar hat Jana, Grüße gehen raus, gefragt, wie bist du darauf gekommen, dass du dich selbstständig machen willst? Das große Problem bei mir war, dass ich eigentlich gar nicht mehr wusste, was ich überhaupt machen soll, weil sonst hätte ich ja mit dem Lehramtsstudium abgebrochen und mir eine neue Ausbildung gesucht. Aber es gab einfach nichts, was mich so vom Hocker gehauen hätte, wo ich gesagt hätte, okay, passt, ich fange jetzt was Neues an und das ist total meins. Sowas gab es einfach nicht. Ich habe gewusst, ich habe viele Leidenschaften, ich habe viele Interessen, aber nicht so wirklich, so dass man halt sagt, okay, ich möchte, bis ich 50, 60, 70 bin, in diesem Beruf arbeiten. Und ich glaube, es ist heutzutage auch sehr, sehr schwer, dass man sowas findet, vor allem bei so vielen Möglichkeiten. Und dann habe ich aber gemerkt, dass diese Denkensweise ja total eingeschränkt ist. Ich muss nichts studieren, nur weil ich die Matura oder das Abi habe, und ich muss auch nichts machen, nur weil es die Gesellschaft von mir so erwartet. Der einzige Grund, warum ich das Studium fertig mache, ist einfach für mich, weil ich schon zu viel Arbeit reingesteckt habe. Genau, aber warum bin ich selbstständig geworden? Ja, das wäre auch wieder ein eigenes Video. Auf jeden Fall war es einfach so, dass ich total unglücklich war. Ich habe neben meiner Uni auch immer in einem Café noch gejobbt nebenbei. Und mein Freund hat das halt einfach auch nicht mehr mit ansehen wollen, dass ich halt nur jammere, nur down bin. Einfach sad bin. Weil mir vorkam, dass mein Leben so an mir vorbeistreift und ich mache nichts daraus. Und es ist halt einfach das Ding, dass es nicht von selbst besser wird, und durch Jammern ändert sich auch nichts, und man muss wissen, dass man immer, jeden Tag eigentlich sein Leben auf den Kopf stellen kann, und man muss nichts machen für andere oder weil man sich selbst das so einredet. Wenn ihr wirklich merkt in eurem Leben, das sind Dinge, die euch einfach keinen Spaß bereiten, die euch die Energie raussaugen, dann müsst ihr wirklich an einer Lösung einfach arbeiten. Aber wenn ihr das natürlich akzeptiert, dann kann man gleichzeitig eigentlich auch sagen, dass man akzeptiert, dass man, ja, dass sich nie was ändern wird. Mein Freund hat mich eben zu Pikmi gebracht. Es gibt auch auf meinem Kanal ein GTV-Video dazu, das könnt ihr euch gern anschauen. Da erzähle ich die ganze Geschichte mit Pikmi, wie das bei mir war, dass ich einfach total auf skeptisch war. Und seitdem hat sich mein Leben wirklich
ja, wie Tag und Nacht eigentlich verändert. Und es ist einfach sehr, sehr cool. Ich habe dann einfach angefangen, alles zu machen, was ich immer irgendwie schon mal machen wollte, und habe dann eben auch zeitgleich mit YouTube gestartet. Das war am Anfang nicht so regelmäßig, nur so ein bisschen. Also ich glaube, das war auch August 2018, und das war auch schon immer so ein Traum von mir. Und ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Next question. Ein Mädel hat gefragt, wie hast du Freunde gefunden, als du in ein neues Land gezogen bist? Sonnenblumen-Emoji. Ich bin eigentlich nie in ein neues Land gezogen, also ich weiß nicht, warum man das glaubt. Vielleicht glauben manche Leute, dass ich aus Deutschland war ursprünglich, aber ich bin in Österreich geboren und ich habe auch noch nie in einem anderen Land gewohnt, bis jetzt sozusagen. Das einzige Land, das ich gewechselt habe, war das Bundesland. Ich bin von Salzburg nach Graz, genau. Einfach aus dem Grund, weil ich so einen kleinen Neustart wollte und weil mir Graz richtig gut gefallen hat. Ich war erst einmal dort, aber ich wusste, ich will dort leben, und hier ist auch das Klima so ein bisschen, ja, italienischer und wärmer, und ich mag die Stadt und ich mag die Leute und ich fühle mich hier richtig, richtig wohl. Aber zu der Frage zurück, wie ich Freunde gefunden habe. Ja, ich bin nicht der sozialste Mensch. Ich bin mehr so ein Mensch, der einfach, ja, wenn es passt, dann passt es, aber ich versuche jetzt nicht verzweifelt Freunde irgendwie zu finden. Ich denke, das ergibt sich sowieso. Meine erste Freundin habe ich tatsächlich durch die Uni gefunden, und das war in der zweiten Uniwoche, und ich war dann sozusagen safe und wollte zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht mehr. Aber es ergibt sich natürlich auch einfach so mit der Zeit. Ich bin auch am Anfang in eine WG gezogen, dazu kommen wir auch später noch, und da dachte ich mir, ist das einfach eine gute Lösung, um Anschluss zu finden. Meine WG war aber ganz anders, also es war eine totale Zweck-WG, jeder hat nur für sich gelebt, und ja, das war dann nichts mit Freunde finden durch die WG. Aber stresst euch deshalb nicht, ihr könnt auch sehr viel alleine machen. Und wenn man unbedingt Freunde finden möchte, dann finde ich, kann man das auch ein bisschen durch Social Media. Also bei mir ist es zumindest so, seitdem ich mit Instagram arbeite oder einfach effektiv mehr produziere mit dieser App und mehr zeige, wie ich bin und so weiter, treffe ich auch sehr, sehr liebe Leute. Soul Food, was ist mein Soul Food? Das ist eine gute Frage. Also ich bin voll der Schokoladenfreak, war ich schon immer, auch als Kind schon. Also ich liebe Schokolade, aber im Sommer stehe ich halt richtig auf Melone und Erdbeeren und Kirschen. Also ich liebe auch Obst. Und wenn es jetzt aber wirklich so um eine Mahlzeit geht, ja, eigentlich alles, was so asiatisch ist. Also, I love it. Was würdest du deinem 16-jährigen Ich gerne sagen? Ich würde sagen, Susanna, stress dich nicht so viel. Es wird alles gut werden. Und bitte nimm die Kippe aus dem Mund, wenn ich mit dir rede, und hör generell auf zu rauchen. Denn das ist echt saudumm. Nur weil deine Freunde rauchen, musst du nicht mitmachen. Das nennt man nämlich Gruppenzwang. Und ich würde auch noch sagen, sie soll vielleicht das Leben einfach ein bisschen mehr genießen und nicht so lange warten, bis irgendein Typ ihr zurückschreibt, dem sie dann noch jahrelang hinterherhängt. Ja, da waren wir doch alle schon mal, oder? Naja, okay. Dann fragt deine Freundin eine sehr interessante Frage, und zwar, welche BH-Größe hast du? Mhm. Ja, es ist so ein kleiner Insider, weil ich habe auf Mädchenflohmarkt versucht, ein Kleid zu verkaufen, und es ist so ein bisschen see-through, also man sieht halt die Unterhose, und ja, ist halt einfach so. Und ich wollte einfach nur dieses fucking Kleid verkaufen, und ja, dann hat mich Babsi 010301 gefragt, ja, ob man das Kleid eben auch ohne ein BH anziehen kann, und ich denke mir so, ja, kannst du schon, aber da wird man halt ein bisschen was sehen. Und dann fragt Babsi eben, ob ich ihr ein Foto schicke, und ich habe mir nicht so viel gedacht dabei, man sieht doch jetzt nicht so viel, aber ich war dann schon kurz so innerlich, ja, was ist, wenn Babsi eigentlich ein Typ namens Bernhard ist, was mache ich dann? Auf jeden Fall hat Babsi dann geantwortet, das sieht doch super aus, welche BH-Größe trägst du? Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, das ist wohl ein Typ, und am nächsten Tag war dann wirklich auch der ganze Account weg. Vielleicht hat ihn jemand gemeldet, vielleicht hat er selbst sich gelöscht, vielleicht hat er mich blockiert, ich weiß es nicht. Aber es war bestimmt
nicht Babsi hinter diesem Account? Diese Frage werde ich jetzt nicht genau beantworten. Ich kann euch sagen, small. Dann hattest du etwas Angst davor, dir die Haare, also den Kopf komplett zu rasieren. By the way, ich mag es sehr. Danke, liebe Sarah. Ja, natürlich hatte ich Angst. Es war auch gar nicht geplant irgendwie so. Aber ich bin so ein Mensch, ich mag diesen Adrenalinkick. Also ich hatte meine Haare zweimal in meinem Leben schon sehr, sehr lang und ich habe sie dann von lange auch sehr kurz abgeschnitten. Damals mit 14 und dann, keine Ahnung, vor 2 Jahren mit 22. Ich bin jetzt übrigens 24. Genau, und ich liebe einfach diesen kleinen Kick und ich dachte mir, da kann man doch nochmal eine Schippe draufsetzen und einfach die ganzen Haare abrasieren. Ich habe das aber eigentlich erst so, ja, einen Tag davor mir überlegt, dass ich das ja auch machen könnte, weil mein Freund wollte das unbedingt machen und ich habe dann einfach mitgemacht und bereue es eigentlich bis heute nicht, weil ich es echt sehr gerne mag. Wenn du alles machen könntest, was du wollen würdest, egal was es kostet, was wäre das? Naja, mittlerweile weiß ich, dass ich alles haben kann, was ich haben möchte. Egal, ob es jetzt finanziell ist oder von meinem Umfeld her ist. Ich kann mein Leben selbst wirklich auch in die Hand nehmen, muss nicht warten, bis irgendwas passiert. Deshalb weiß ich, dass alles, was ich möchte, irgendwann der Realität entsprechen wird. Auch wenn manche da vielleicht die Augen überdrehen, aber I know it's gonna happen. Und was ich möchte, also was so ein bisschen mein Traum ist, ist, dass ich so in 2 Jahren, wish me luck, nach Barcelona ziehe mit meinem Freund. Ich wollte immer schon mal in der Nähe vom Meer wohnen. Barcelona liegt halt am Meer und ist auch nicht so weit von Österreich entfernt. Das heißt, am liebsten hätte ich hier in Graz so meine Homebase. Und dann halt, ja, würde ich vielleicht ein halbes Jahr in Barcelona wohnen und ein halbes Jahr wieder hier, irgendwie so. Aber das wäre eigentlich so mein Traum und ich möchte eigentlich wirklich nur glücklich sein, das Beste aus meinem Leben machen. Ich weiß, es ist eine kurze Zeit hier und nichts ist fix, sozusagen. Ja, ich kann heute sterben, so traurig es klingt, aber es ist so und das muss man einfach mal realisieren, dass der Tod auch dazu gehört. Und es gibt so ein Spruchwort, das heißt, wir alle haben 2 Leben. Das 2. Leben beginnt, wenn wir realisieren, dass wir nur eines haben. Mhm. Ja, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen und dann arbeitet an neuen Zielen. Und ja, damit beantworte ich eigentlich auch schon die nächste Frage. Und zwar, wie war es für dich, nach Graz zu ziehen? Hast du vor, irgendwann ins Ausland zu ziehen? Das habe ich ja eh gerade erklärt. Ich möchte sehr gerne nach Barcelona. Wenn es nicht Barcelona wird und sich spontan irgendwie was ändert oder sich meine Wünsche irgendwie wenden, dann ziehe ich halt woanders hin. Aber ich mag es in Graz generell auch sehr gerne. Ich möchte nur einfach mehr sehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie was gegen Graz oder so habe. Aber der Anfang, also nach Graz zu ziehen, es war schon ein halbes Jahr recht heavy. Es hat sich für mich nicht nach Hause angefühlt und ich habe schon auch so meine Struggles gehabt. Ich habe zwar, seitdem ich 15 bin, bin ich mehr oder weniger von daheim ausgezogen, weil ich unter der Woche in eine Schule gegangen bin, die weiter weg von mir daheim war und da war ich nur am Wochenende zu Hause. Das heißt, ich hatte gar nicht so mit diesem Heimweh zu kämpfen. Aber nach einem halben Jahr habe ich mich eigentlich schon relativ wohl gefühlt. Was ist dein Sternzeichen und glaubst du daran? Also ich bin Skorpion von der Sonne her. Mein Mond ist Waage und mein Aszendent ist Schütze. Genau. Ich würde schon sagen, dass ich daran glaube. Zumindest fühle ich mich immer irgendwie angesprochen, wenn ich, also ich folge auch gewissen Astrologie-Seiten auf Instagram und ich habe auch 2 Apps auf meinem Handy. Einmal Pattern und einmal CoStar. Mittlerweile schaue ich fast täglich in CoStar rein und da gibt es auch jetzt so eine nette Rubrik. Also die haben das Design so ein bisschen geändert und ich finde es ganz cute. Bei mir steht da zum Beispiel heute, es gibt so Do's and Don'ts und heute sollte ich Instant-Ramen essen. Dann steht noch Air Mars und Salt Water. Und da hat man dann wirklich immer so einen kleinen Tagesüberblick, wie es einem so geht in den verschiedensten Bereichen. Ob ihr jetzt daran glaubt oder nicht, das ist euch natürlich überlassen. Aber ich finde schon, dass man
sehr viele Stimmigkeiten finden kann. On to the next question. Noch was zu meiner Schulzeit. Wie war deine Schulzeit? Es war ganz unterschiedlich. Also in die Volksschule bin ich mega, mega gern gegangen. Ich habe auch im Kindergarten jeden Tag eigentlich geheult und so getan, als hätte ich Bauchschmerzen, weil ich da nicht hin wollte. Also Kindergarten war nichts für mich, aber in die Schule bin ich dann richtig gern gegangen und ich bin auch dann in eine Hauptschule danach. Ich musste nie wirklich viel tun für die Schule und ja, bin halt mehr oder weniger mit sehr guten Noten da durchgerattert. Und dann im Borg, also im Gymnasium dann später, von den Noten her war es dann schlechter. Aber ich war nie eine Person, die sich da irgendwie viel draus gemacht hat. Ich habe mich nie wirklich über Einsen gefreut oder so. Es war halt einfach so. Für mich war dann am Ende nur noch die Hauptsache durch. Aber was die Schule dann später für mich cool gemacht hat, war einfach, waren die Leute. Ich habe mit meinen Schulfreunden zusammen gewohnt. Das waren dann wirklich auch meine Friends for Life sozusagen. Ich habe Tanz als Hauptfach gehabt, ich habe Gitarre gespielt, ich habe gesungen. Das war einfach so ein richtig guter Bonus für mich und es war auch sehr gut, dass ich an diese Schule gegangen bin, weil ich mich sonst wahrscheinlich ganz anders entwickelt hätte und ich diese Vielfältigkeit aber sehr appreciated habe. Ich wurde, glaube ich, nie gemobbt, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich es verdrängt. Ich hatte immer eine Brille, was ich sehr shitty fand und schiefe Zähne, aber ich brauchte keine Zahnspange, beziehungsweise haben sie sich von selbst wieder gerade gebogen. Ich habe jetzt nur noch hier diese Lücke, die mich aber nicht wirklich stört und trage Kontaktlinsen, problem solved. Noch eine Frage. Zweifelst du manchmal daran, viel zu teilen und allgemein so viel Zeit auf Instagram zu sein? Ja. Also, ich zweifle nicht wirklich daran, ob ich jetzt irgendwie zu viel teile, weil alles, was ich teile, egal ob es jetzt hier auf YouTube ist oder auf Instagram, man kann mir damit nichts anhaben. Ich teile nichts, was nicht jeder wissen kann. Manche haben natürlich das Gefühl, dass ich sehr, sehr viel teile, aber das ist einfach nur, weil ihr halt nur diese Seite seht und nicht halt alles, was noch im Hintergrund so abgeht. Das mit der Zeit auf Instagram. Instagram ist ein krasser Zeitfresser, genauso wie auch TikTok. Deshalb meide ich auch TikTok zurzeit völlig. Was aber bei Instagram anders ist, dadurch, dass ich mit dieser App einfach arbeite und mein Business aufbaue, habe ich da jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn ich mal mehr Zeit mit dieser App verbringe. Ich hätte allerdings ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht damit arbeiten würde quasi, weil das ist halt auch alles eigentlich wertvolle Lebenszeit und die kann man natürlich nicht mehr zurückholen. Was ich mache, um mich nicht down zu fühlen durch Instagram sozusagen, ist, dass ich mich mehr auf das Produzieren von Content konzentriere, anstatt auf das Konsumieren. Weil ich merke manchmal, wenn ich mir die Storys so nach der Reihe anschaue, da geht die Zeit erstes Mal wie im Flug und danach hat man so eine Reizüberflutung im Kopf, dass man eigentlich gar nicht mehr aufzählen könnte, was man jetzt genau alles gesehen hat. Und man ist dann einfach schon zu voll in seinem Kopf, um selbst irgendwie noch vielleicht was Cooles zu produzieren. Und ich möchte einfach diese Leichtigkeit behalten, indem ich mir weniger von anderen anschaue. Es gibt schon so meine Favorites, die schaue ich dann jeden Tag. Aber ich schaue einfach darauf, dass ich einen bewussten Umgang mit Instagram habe und auch keinen Leuten folge, die mich irgendwie negativ beeinflussen. Wie viele Tattoos hast du und in welchem Stil sind sie gestochen? Und da war dann noch eine andere Frage und zwar deine Tattoos plus Bedeutung, wenn vorhanden. Was Tattoos anbelangt, bin ich immer etwas zurückhaltend. Ich denke einfach, dass nicht jeder da draußen die Tattoos und deren Bedeutung von mir wissen sollte. Keine Ahnung. Also das ist dann schon wieder etwas privater. Aber ich kann auch sagen, ich habe auch Tattoos, die haben für mich jetzt sozusagen keine deepere Bedeutung. Manches lasse ich mich stechen, weil ich es einfach schön finde. Tattoos, wie viele habe ich denn? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 Tattoos, unterschiedliche Größen. Ich möchte jetzt dann auch mehr noch auf den Füßen mir machen lassen. Wie haben du und dein Freund sich kennengelernt?
Also, mein Freund hat in dieser WG gewohnt, in die ich quasi eingezogen bin. Und ich bin in eine 5er-WG eingezogen und ich kannte niemanden dort. Wir haben uns zwar ganz kurz gesehen, als ich die Wohnung besichtigt habe, aber ja, das war es eigentlich. Ich hatte nicht so viele Eindrücke von den Leuten. Ich dachte mir einfach so, das wird schon passen, das wird bestimmt cool. Und dann bin ich eben in eine Wohnung gezogen, wo mit mir insgesamt 5 Leute waren und mein Freund war dabei. Und ja, so haben wir uns kennengelernt. Das ist so die Kurzfassung. Aber wirklich was miteinander gehabt haben wir erst nach 1,5 Jahren. Also ja, es ist halt einfach ein bisschen risky. Ich hatte immer ein bisschen Schiss, dass ich ausziehen muss. Ich wollte mir nicht versauen. Ich war auch nicht sicher, ob es überhaupt möglich ist, dass ich mit einem älteren Typen zusammenpassen könnte. Rückblickend betrachtet hat alles genau so kommen sollen, wie es gekommen ist, weil sonst wären wir wahrscheinlich nicht zusammen. Also das hat schon alles gut zusammengepasst. Und ja, seitdem sind wir zusammen und es ist jetzt schon das 4. Jahr. Und wir haben quasi vom ersten Tag an zusammen gewohnt, weil ich ja in seine Wohnung gezogen bin. Ja, dann noch kurz was zu Graz. Ist noch eine Frage von der lieben Mela. Auch danke, übrigens danke an alle, die mir Fragen gestellt haben. Und zwar hat sie gefragt, wie gefällt dir Graz und was sind deine Lieblingsorte dort? Das ist mir sehr gut gefällt, das habe ich ja eh schon erwähnt. Aber was sind so meine Lieblingsorte? Das ist echt hard to say. Das Fitnessstudio. Na, kleiner Scherz. Also ich mag die Parks sehr gern. Ich liebe den Schlossberg. Das klingt so klischeehaft, aber er ist halt einfach schön. Und wenn ihr mal in Graz seid, dann spaziert dort auf jeden Fall hinauf. Es ist nur so ein kleiner Berg, aber man kann wirklich sehr, sehr cool die Stadt auch betrachten. Ja, dann habe ich so ein paar meiner Lieblingscafés. Eins davon ist der Tribeca in der Technikerstraße, mag ich total gern. Und ja, was sind meine Lieblingsorte? Ich glaube, die Thrift Stores und auch die, ja, die lieben Leute, die es dort gibt. Mein Akku ist leer. Ich mag die Uni-Bibliothek total gern. Also die neue, die ist Hammer. Da gehe ich auch sehr gerne zum Arbeiten hin, wenn nicht gerade Covid-19 reinschneit. Und ja, ich mag die Stadt einfach. Ich muss jetzt, glaube ich, aufhören, weil meine Kamera sich gleich ausschaltet. Auf jeden Fall like das Video. Fragt gerne noch mehr Fragen in den Kommentaren. Ich kann gerne alles beantworten, wenn es nicht zu privat ist. Und bitte subscribe, meine Sweeties. Bis zum nächsten Video.